Yo Leute, hallo, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich bin noch nicht in meinem ganz normalen Let's Play Outfit, weil ich ja noch ein gelbes Shirt an habe. Es ist noch kurz Zeit für ein bisschen Real Talk. Und zwar geht es darum, erstens natürlich möchte ich euch bitten, ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Und zwar geht es darum, der Rampless hat einen Contest am Laufen, geht um hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Und ja, da wäre es cool, wenn er da noch ein paar Likes an den Start kriegen würde. Geht über Facebook. Die also Facebook haben und ihn da unterstützen wollen, können das gerne tun im Link. So, dann könnt ihr erstmal das Video pausieren für die, die es halt eben machen möchten. Dann kurz bei Facebook den Link auschecken, da kurz ein Like da lassen. Dann läuft das. Und jetzt geht's weiter. Und zwar, ansonsten sieht's richtig cool aus. Ich bin den zweiten CW momentan bei planlos drin und den ersten, der lief richtig geil. Also da muss ich euch noch mal ein extra Video dazu bringen. Fand ich mega geil. Das war so ein Loot-CW-Gegner, der halt wirklich komplett nur Trollbasen drinne hatte und richtig geil gewesen. Das zeige ich euch auf jeden Fall in einem extra Video. Und dann gibt es noch was. Mal gucken, überlegen. Clash Royale. Ich habe endlich wieder die Arena 6 erreicht und habe mich mit meinem normalen Deck, was ich jetzt früher auch schon mal hatte, mich wieder ganz gut angefreundet. Also das läuft auch gut. Da gibt es dann, denke ich mal, auch wieder ein paar Videos dazu. Mal schauen. Und dann eventuell wieder was mit Max, dann vielleicht wieder was mit Rampless. Lichtler hat, glaube ich, gerade zu tun. Diesjax, glaube ich, auch. Mal gucken, werden wir sehen. Ich denke mal, ich werde wieder so ein bisschen probieren, nicht nur alleine wieder was zu machen, dass ich wieder wirklich ein bisschen was dabei bin. Und es geht natürlich auch Bogencheck-technisch noch weiter. Es haben sich natürlich wieder viele andere beworben, aber ich habe ja nur gerade mal zwei, glaube ich, waren es, auf dem Bogencheck-Anmeldungsvideo rangenommen. Möchte ich gerne noch mehr, weil ganz ehrlich, ich mache ein Anmeldungsvideo und dann kommen nur zwei ran. Immerhin etwas und auch ohne zu bezahlen. Yeah! Klar, ist natürlich cool, aber da geht noch mehr, definitiv. Das heißt also, da ziehe ich mir noch ein paar aus dem Video raus und dann sollte das auch laufen. Was ich eventuell auch noch vorhabe, was haltet ihr davon, würde ich gerne mal wissen. Also ab in die Kommentare. Ich habe ja mir die Bogey Queen mal besorgt und habe da ja ein Unboxing dazu gemacht, dass die halt wirklich von der Verarbeitung total endgeil ist und so weiter und so fort. Was würdet ihr davon halten, wenn ich eventuell die anderen Figuren mir auch noch hole und dann eben auch was dazu sage? Also wie ist da die Verarbeitung? Kann man die sich holen? Weil ganz ehrlich, ihr seid im Normalfall Schüler oder Auszubildende, so in dem Bereich schätze ich euch vom Alter her ein. Und dann sitzt man da, kauft sich zum Beispiel einen Golem und haut da, sage ich jetzt mal, 40 € für raus, ja? Weil ihr den Golem total geil findet. Und dann steht ihr am Ende da und sagt, der Golem ist ja total fucking scheißen Dreck blöd. Das ist natürlich schade. Dann würde ich nämlich danach halt einfach verlinken, hier, da und da habe ich den her, dass ich gucke, dass ich den von Amazon kriege oder halt eben eBay. Oh, dann geht es halt nicht mit den Reflinks, dann kann man halt nicht mit den Reflinks nochmal Geld machen. Ja, und ist dann halt so. Aber dann habe ich den halt so. Wenn ich den halt, wie gesagt, über Amazon bekommen würde, würde ich halt einen Reflink wieder reinhauen, dass ich halt bei der Bestellung über diesen Link halt auch nochmal Geld bekomme. Wenn das nicht geht, dann geht es halt nicht. Fertig, aus, Ende. Also von daher gucken wir. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, dass der halt bei eBay, sage ich jetzt mal, ein 5er oder ein 10er günstiger ist, ja, dann kaufe ich den halt auch nicht bei Amazon. Fertig, aus. So, dafür einfach wieder nochmal die Rückmeldung. Ansonsten, wie gesagt, CW, da gab es richtig fetten, ja, Siegerbonus halt in dem CW. Das muss ich euch nochmal dann zeigen. Aber ansonsten läuft das. Ansonsten, ja, mit den beiden Accounts läuft es ganz gut. Das passt ganz gut momentan und Bauarbeiter halt beim ersten Account halt richtig übel am Reißen. Und wie gesagt, das seht ihr in den nächsten Videos. Vielleicht kommt heute dann nochmal ganz normal COC. Ich weiß noch nicht, wie ich es von der Zeit her schaffe. Wir werden sehen und ihr werdet sehen. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao. Nee, 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 noch nicht abschalten. Nein. Und zwar habe ich ganz was vergessen. Und zwar geht es darum, ich habe mich mit dem Thema nochmal beschäftigt, ging darum, ich wollte nochmal ein paar Bilder
von Clash Royale Figuren haben. Ging mir darum, dass man nicht immer diesen Standard-Einheitsbrei hat. Man hat eben, was weiß ich, vier Bilder von einer Boogie Queen, die man halt im Netz findet. Die kann man halt als Thumbnail nehmen und so weiter und so fort. Ich wollte da so ein bisschen aus diesem Einheitsbrei rausbrechen und habe mir gedacht, gut, okay, komm, suchst du dir mal einfach einen YouTuber, der damit ja Ahnung hat, der da Spaß dran hat. Und habe mir speziell jemanden ausgesucht, und zwar geht es darum, ich wollte nicht jemanden haben, der halt auch wer weiß wie viele Abonnenten hat, sondern ich wollte einem jungen, kleinen YouTuber halt die Chance geben, ja, um ein bisschen größer zu werden. Deswegen habe ich den Kanal Menschies auch verlinkt, hoffe ich, dass ich es nicht vergessen habe. Und zwar hat die mir, die, genau, ist nämlich ein Mädel, hat mir das Bild, ja, gemalt von der Boogie Queen. Da möchte ich einfach auch noch zu so einer Art Contest aufrufen. Also, wenn ihr richtig Talent habt zum Zeichnen und da richtig Bock drauf habt, das kann auch sein, dass ihr jetzt sagt, oh gut, okay, ich habe aber nicht irgendwie, ich kann das nicht am Rechner machen, sondern ich kann das halt eben nur mit Bleistift und wie auch immer. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, wäre auch in Farbe halt, aber in Bleistift vorzeichnen. Und es geht mir darum, wenn halt einer richtig, richtig episch geil zeichnen kann und richtig was auf Tash hat, dann schreibt mir einfach und haut das gerne ins Video rein, wie so eine Art Speed, nicht Speed-Bild, sondern Speed-Writing oder Speed-Drawing. Haut das rein, ich verlinke euch gerne in der Videobeschreibung, kriegen wir ohne Probleme hin, dass ihr nur ein paar Subs auf euren Channel bekommt, weil ich will richtig, richtig geile Clash of Clans Bilder haben. Und will die natürlich auch selber verwenden können. Klar, das sollte also rechtmäßig dann von euch gewollt oder unterstützt sein. Aber das wäre halt mega geil. Folgende Sache dann noch, dann würde ich halt eben die Bilder auch logischerweise verlinken, dass man halt dann sagen kann, gut, okay, komm, passt auf, ihr könnt euch die hier ganz normal über Image Hack Us oder wie auch immer einfach runterladen und fertig, dass ihr die auch nutzen könnt auf eurem Channel, wenn ihr halt auch YouTube macht oder wie auch immer. Dass man halt wirklich so ein bisschen Sharing betreibt. Und wie gesagt, wäre halt mega geil. Wie gesagt, wenn halt einer sagt, oh cool, ey, Boogie Queen zeichnen oder oh hier Mauerbrecher, habe ich ohne Probleme auf der Tash oder habe ich eventuell sogar schon gemacht. Schickt mir ein Foto, wäre mega geil. Oder bei Instagram zum Beispiel, Instagram einfach @gusor ransetzen. Wisst ihr, glaube ich, selber, wie habe ich verlinkt. Dann wäre das halt ziemlich nice. Wichtig ist natürlich, das sollte von euch selber gemacht sein. Also, dass ihr wirklich die Rechte darauf habt. Weil nicht, dass es am Ende heißt, oh ja, das ist irgendwie von jemand anderem. Und der sagt dann, sind meine Bilder, da habe ich Rechte drauf. Das wäre halt richtig gut, dass die dann von euch sind. Das war's jetzt dazu. Und wie gesagt, dann macht da so einen Contest raus. Gar kein Thema. Ich hau da gerne was in der Videobeschreibung rein, dass ihr da verlinkt werdet, dass ihr da auch ein bisschen Fame abgreifen können. Ich wünsche euch was und ihr habt rein. Ciao, ciao.